Ich wurde häufig gefragt, ob ich auch die Martin-Geschichte für U3 habe oder ein einfaches Lied. Ja, ich habe den Reim Danke Martin für U3-Kinder in 2 Versionen. Eine ist ein bisschen komplizierter, aber ich gebe mir da immer Mühe, weil gerade diese Altersgruppe mir am Herzen liegt. So, der Reim, der kann gesungen werden, den stelle ich dir gleich vor. Und ich finde, es ist sehr gut geeignet für die Erzählschiene. Kater, hau ab. Für die Erzählschiene oder fürs Geschichtensäckchen. Nee, er kommt. Na gut, ich stell's euch jetzt vor. Ein Baum, ein Wald, ein Wind so kalt. Ein Mann geht ganz allein, hat keinen Mantel, nein. Das letzte Wort singe ich immer länger, 2. Strophe. Ein Pferd, trapp, trapp. Ein Reiter springt herab, hat einen Mantel an, so rot und warm. Er zieht den Mantel aus und macht 2 Mäntel draus. Ja, und wie es weitergeht, also bei Interesse kannst du gerne bei mir im Shop auf Kita-Kiste vorbeigucken, wenn du den Reim suchst. Ich habe eine Suchlupe bei mir im Menü. Wenn du am PC bist oder am Laptop, dann siehst du das. Aber wenn du am Handy bist, dann musst du bei den 3 waagerechten Streifen im Menü wirklich bis ganz nach unten scrollen. Da ist die Suchlupe und da kannst du eingeben, Danke, Martin. Das sind 4 Strophen hier für den ersten Reim. Man kann hier auch sprechen. Und der zweite Reim hat 1, 2, 3, 4, 5 Strophen. Da ist dann noch, wie Martin will ich sein, in der letzten Strophe dabei. Und der ist so ein bisschen komplexer. Der ist also nicht ein Mann, ein Wald oder so, oder ein Baum, ein Wald, sondern ein Mann, ein Baum, ein Wald. Ein Wind so bitterkalt. Also ne, du merkst schon, ich nicht nur einfach kalt, sondern bitterkalt. Ja, so, das ist so ähnlich, aber etwas komplexer. Ja, ich habe aber auch gerade heute so ein kleines Mini-Musical auf die Geschichte, wie Martin Bischof wurde, mit dem Gänsestall, als er sich da versteckte, geschrieben. Und da sind 5 Lieder drauf, klitzekleine Lieder, mit bekannten Melodien. Falls du wirklich noch etwas aufführen willst zu eurem Laternenfest, dann kann ich dir das ans Herz legen. Guck einfach hier in mein Profil, da habe ich es heute vorgestellt. Im Shop ist es noch nicht. Morgen am Sonntag spätestens ist es drin. Ich habe aber auch noch ein anderes Lied. Also mir fällt immer gerade dann was ein, wenn es soweit ist. Im Gänsestall heißt das. Da erzählt man diese ganze Geschichte. Aber das hier mit dem roten Mantel ist ja doch das Thema, was ihr vor allem sucht, ne? Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob es euch gefallen hat. Eure Annette von Kita.